Apple hat iOS 15.3 Beta 1 für Entwickler veröffentlicht und in diesem Video gehen wir einmal auf alle Neuerungen und Änderungen in diesem Update etwas genauer ein. Wenn dich Videos zu neuen iOS Beta Versionen interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns iOS 15.3 Beta 1 direkt nach dem Intro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Im Grunde ist iOS 15.3 Beta 1 ein reines Bugfix-Update, das heißt, wir haben hier einige Fehlerbehebungen, Stabilitäts- und Performance-Optimierungen, aber Apple selbst gibt auch im Changelog keine wirklichen Änderungen und Neuerungen in diesem Update an, das heißt, es ist wirklich hauptsächlich ein Bugfix- und Stabilitäts-Update. Eine kleine Optimierung hat Apple in iOS 15.3 Beta 1 im Kommunikationsschutz hinterlegt und zwar kann dieser seit iOS 15.2 von Eltern über Family Sharing aktiviert werden für minderjährige Kinder und in diesem Fall ist es eben möglich, dass sensible Inhalte, Bilder etc. direkt ausgeblendet werden und wenn Kinder unter 13 sind, können Eltern auch benachrichtigt werden, Kinder können sich direkt Hilfe suchen und so weiter und diese Funktion funktioniert wie gesagt, wenn Kinder in Family Sharing integriert sind und daraufhin kann man eben hier dann in der Bildschirmzeit das Ganze einmal aktivieren. In meinem Fall ist das hier jetzt nicht verfügbar, weil ich eben in meinem Family Sharing keinen Kinder-Account integriert habe. Und wenn ihr das Ganze dann aktiviert haben solltet bei euren Kindern, dann hat sich jetzt mit iOS 15.3 Beta 1 so ein bisschen der Wortlaut geändert, die Icons, die Emojis, die verwendet wurden, um eben bestimmte Inhalte ergänzend zu erklären, wurden ebenfalls angepasst. Das heißt, hier gibt es wirklich sehr kleine Anpassungen und Änderungen, die Apple in iOS 15.2 noch etwas anders formuliert hat. Außerdem wurden in iOS 15.3 Beta 1 auch einige Apps etwas optimiert und zwar unter anderem die Musik-App, die jetzt etwas besser und zuverlässiger funktionieren soll. Das gleiche gilt übrigens auch für die Apple Podcasts App, die wurde ebenfalls mit diesem Update etwas optimiert. Das heißt, solltet ihr dort Probleme gehabt haben in vorigen iOS-Versionen, dann wurde dies jetzt hier wieder etwas optimiert. Und auch in der Shortcuts App gab es diverse Probleme, die jetzt ebenfalls in iOS 15.3 Beta 1 behoben worden sein sollen. Ansonsten gibt es aber leider in iOS 15.3 Beta 1 nicht allzu viel weiteres Neues. Ich hoffe sehr, dass in der nächsten Beta, die aber sehr wahrscheinlich erst nach Weihnachten, erst Mitte Januar erscheint, vielleicht sogar neue Emojis dazukommen. Einfach ein paar Neuerungen und Änderungen, die Apple zum Teil auch angekündigt hat auf der WWDC für iOS 15, die dann vielleicht nochmal in iOS 15.3 integriert werden. Es ist aber auch durchaus möglich, dass iOS 15.3 wirklich eher ein Stabilitätsupdate ist, was ja grundsätzlich auch nicht schlecht ist. Und wir erst wirkliche Neuerungen in iOS 15.4 sehen werden. Das soll es denn jetzt aber auch schon wieder von diesem kurzen Video, diesem kurzen Update zu iOS 15.3 Beta 1 gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich euch auf den neuesten Stand bringen konnte, was iOS Updates angeht. Wenn das der Fall war, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne weitere Neuerungen und Änderungen, die ihr gefunden habt, unten in die Kommentare und lasst auch gerne ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.